Philipp ist gerade der Meinung, dass ich falsch laufe. Ja, ich laufe jetzt, aber es ist doch nicht so weit. Ist doch wurscht. Wir haben doch Zeit heute, ist doch nicht tragisch. So weit war das ja gar nicht. Und in der Zeit kann ich ein wenig schwadronieren. Ich glaube nämlich, also sie hat ja erzählt, dass die Stimmen ihr das Baby quasi weggenommen haben. Vielleicht hat die auch so Wahnvorstellungen dem Kind selber irgendwas angetan. Und, oder aufgrund der Depression dem Kind was angetan. Und wo muss ich denn lang? Muss ich dann da hinten weiter? Okay. Aufgrund der Depressionen. Was ist kaputt? Da ist kaputt. Brücke ist kaputt. Hä? Hey, wo bin ich? Also doch da hinten lang. Oh, fick dieses Spiel, ey. Dass die aufgrund der Depression quasi dem Kind was angetan hat, weil sie es nicht mehr wollte und sich das dann darüber erklärt hat, dass ihr fremde Stimmen das Kind weggenommen haben. I'm not playing anymore, Callum. What are you scared of? Seltsame Geräuschkulisse ist seltsam. This isn't a game, Callum. Follow the breadcrumbs. Ja, ist ja okay, ich folge dem Brotkrumen-Kind. Finde es gar nicht mal so dunkel hier, so mit den Laternen und so. Ist eigentlich fast schon romantisch, ne? Ja, wahrscheinlich genau, bis wir ins Maul der Hexe gehen. Nee. Laufen und laufen. Ja, wir laufen. Das ist der im Park Spaziergeh-Simulator 2016 übrigens. Ja, da ist die blöde Achterbahn. Ach, Kinder. Schön der Sternenhimmel, Sternenhimmel. Oh. Sternenhimmel, Sternenhimmel. Oh, schönes Wetter ist heute gewesen. Keine Wolke zu sehen. Aber ich bin hier fast in die Pampa reingelaufen. Ich habe mich verlaufen. Hä? Da hoch? Ja, der Bogen leuchtet schon regenbogenartig. Read newspaper, Zeitung lesen. Whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Worum geht's? Moment. Cotton Candy Corpse leaves sour taste in Park. Das ist aber ein ganz schön. Bitte? Hinterm Zuckerwattestand haben sie eine Leiche gefunden. Discovered by a group of teenagers from in Academy who noticed a pair of rangers and something just out of the sight beside the park. Something like this. Okay. Hä? Ach, das ist eine Kinderleiche gewesen. Vielleicht ist es sie gewesen und zwar die Leiche von Callum. Das kann sein. Aber hier ist so fröhliche Musik. Wie könnte ich da schlecht drauf sein? Da komme ich immer noch nicht lang. Dann gehen wir jetzt ins Hexenmaul. Wir spielen offensichtlich nicht mehr. Lass mich mal jucken. Oh, schön. Rote Zuckerwatte gibt's heute. Blutfleck. Kann ich den irgendwie andingsen? Nein, ich nicht. Nicht, nicht. Jo. Meine Haare sind heute schon wieder. Oh. Oh. Poor bastard. Who did this to him? Ich dachte gerade, das wäre ein Kind. Hä, wir finden eine Leiche und es ist voll so okay? Hä? What the fuck? Warst du das, Clown im Mülleimer? Mülleimer-Clown, du schaust schon so garstig aus. Es ist, das verwirrt mich. Come back! Ich
finde, das Gebrülle der Mutter ist so... Ficker! Jetzt habe ich mich voll erschreckt. Das Geheule der Mutter ist super nervig, wollte ich sagen. Oh! Das war... Und ich habe mir noch so beim Umdrehen überlegt, da steht auf jeden Fall irgendwas hinter dir jetzt. Eine Gurke, wie bei Katzen. Callum? Oh, that game. Holy moly. Schön. Jetzt habe ich Angst, mich umzudrehen. Dieses Spiel ist so nervig. Ja, gut. Ja, wo ist denn jetzt das Hexending hin? Die Buden waren hier ja auch vorher alle nicht, ne? Hä? 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 Das war doch vorher gar nicht so hier. Das verstehe ich nicht. I can help you, Callum. Ist die Leiche weg? Ne, die liegt da immer noch. Höhe. Dreh mich jetzt. Moment. Jetzt will ich mich nicht mehr umdrehen. Ach, kein Chipmunk. Okay. Muss ich jetzt hier bei diesen doofen Dingern überall gucken, oder was? Blödes Eichhörnchen, ey. Und da ist eine Bude offen. Da kommt auf jeden Fall irgendein Scheiß hoch. Oder auch nicht. Kann hier irgendwo reingehen? Hä? Oh, ist das ätzend, ey. Ich kann ja auch nirgendwo draufklettern, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Callum, where are you? Ja, der Eichhörnchenmörder. Check nicht, wo ich hier hin muss. Was ist das für ein trotteliges Spiel? Stehe nicht, wo ich hingehen soll. Oh, das ist komisch. Passe ich gar nicht durch. Seltsam. Das macht überhaupt keinen Sinn und die Leiche liegt immer noch da. Kann man mit dem Clown vielleicht irgendwas machen? Ja, bitte. Wer klopft? Wer klopft? Liegt doch da nicht so im Weg. Irritierend. Ich verstehe hier nicht, wohin. Ich möchte ihn mitschleifen. Komisch. Ist aber auch ein verwirrendes Spiel, ne? Ganz im Ernst. Flöti, flöt, flöt, flöt. Flöti, flöt, flöt, flöt. Ich muss da hinten hin. Wie komme ich denn jetzt da hin? I can help you, Callum. Ja, weil wir nicht wissen, wie wir klettern. Vielleicht gehe ich einfach mal zurück. Könnte natürlich auch mit dem Kopf in die Wand rennen. Vielleicht macht es das besser. Ah, was steht denn da? Unangenehme Scheiße. Ah, natürlich nehme ich die Pillen. Sie sind mein. Ja, ja, das, ja. Rex, was?
Your mother. Okay. Hä, ist das eine Drogenhöhle? Irgendwas mit Shit? Fuck Graffiti, fear the Boogeyman. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat die ihr Kind auch verloren, weil die drogenabhängig war. Das kann ja auch sein. I'm sorry. Oh Gott, die ist komplett drauf. Oh, ich will mir das nicht angucken. Da musst du wirklich Angst haben, dass du irgendwelche Anfälle kriegst. Verpiss dich mal. Don't leave me here, Callum. Geh weg, Glitch-Hexe. Oh, die Farben sind aber auch echt LSD-mäßig, ne? Hallo. Peng. Yay. Oh, nicht getroffen. Teddybär-Pyramide. Ja. Forgive me, Callum. Gravity. Warum nimmt sie denn so komische Pillen? Don't touch me. Jetzt komme ich nicht durch. Das Tattoo am Rücken juckt so schrecklich, ne? Es ist ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal lesen möchte. Future Times. Belly Button ist a personal credit. What Mama? Every 17th child is a magnet of broken fire in the cosmic strength. We don't live. Ah. Wie ist denn hässlich das geschrieben ist? Ah. Das ist irgendwie total seltsam und ergibt gar keinen Sinn. Na gut. Ich glaube, so ein Viertelstündchen noch, dann habe ich für heute von Horror aber genug. Dann spielen wir irgendwas anderes. Beards. Aha. Das ist, wie heißt das nochmal? Borderline? Ja, ne? Okay. Wo sind wir denn nun gelandet? The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. Hm. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Ach, die ist aber negativ. And the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears, while a grinning carny pockets your hard-earned $5. What secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. He's echt lyrisch. The face of the witch looms over it all. I've always despised a toothy grin. Ist auf jeden Fall eine Geisterbahn. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Ja, das befürchte ich allerdings auch. Ja, die findet Vergnügungsparks gar nicht mal so geil, die Gute. Kann ich gar nicht verstehen. Ist doch voll super. Geil. Hab ich mega Bock drauf. Richtig Spaß drauf. Give it to me! House of Horrors. Ganz großartig. Da habe ich mega Lust drauf. Dann! Atlantic Empire closed its gates. Okay. In Germany throughout the... Was ist Townfolk? Achso. Gerard as a heavy peasant. Small minds fooled scared of they don't understand. My machines are silent and they're beaten. I have sent my wife and son back to Boston and I have reacted here in the House of Horrors. Was? Retreated? Was bedeutet das? Retreated, sorry. Das da? Ja. Was ist das? Treat ist versuchen, oder? Ich hab's wieder versucht. Auf jeden Fall. Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Scheiß Kerzensau. Nicht schlecht.
Hasse diesen Chipmunk. Blödes Eichhörnchen. Was ist das denn? Warum? Sieht doch fast noch cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie dieses, wir waren mal in so einem Escape the Room-Ding, cooler Wolf übrigens. Und da musste man in einer, war man quasi in eine Irrenanstalt eingesperrt. Und, war so klar. War man in, ja, chill mal. In eine Irrenanstalt eingesperrt und musste halt so Rätsel lösen, um wieder rauszukommen. Und, nö. Hier wird gerade mein Englisch erfragt. Es ist, ich habe Fachabi, ich habe kein vollen Abitur und da habe ich in meiner Englischprüfung eine 2 geschrieben. Mhm. Aber das ist ein bisschen eingerostet. Zumindest was das Wort für Wort übersetzen angeht. Inhaltlich kann man das ja alles irgendwie immer verstehen. Hab ich keinen Bock auf den Laden hier. Das ist auch so eine gruselige Hackelgrafik irgendwie. Da kann ja nur Scheiß bei rumkommen. Ja, schön, freue ich mich. Ganz großartig. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe in einem englischsprachigen Unternehmen gearbeitet, da hat es nie Probleme gegeben. Alles okay? Blödes Scheißspiel. Weißt du, der Philipp ist eigentlich hier, um mich zu unterstützen moralisch. And I cannot dismiss them. Park works, but the internal conflict is so very errant. Or even. Okay. Okay, also irgendwas Komisches geht in dem Park. Was? Ab. Selber. Löltchen. Hätte ich auch nicht gedacht. Krass. Gut, dass das Papier das nochmal beschrieben hat. Ich bin übrigens, ich gehe niemals in Gruselkabinette, weil ich bin mal auf dem Rummel vor Ewigkeiten in einem gewesen und da war so ein Typ als Erschrecker halt und ich wusste es nicht, ich dachte, da sind nur Figuren drin und der hat einen dann halt so kurz vor Ende am Arm angefasst und ich habe mich halt ultra erschreckt und das fand er irgendwie witzig und dann hat er das nochmal gemacht, ich habe mich immer wieder erschreckt und das hat er so lange gemacht, bis ich geheult habe. Seitdem gehe ich da nicht mehr rein. War ich echt angepisst. Da dachte ich so, nee, Arschloch. Also man muss aber auch echt ein fieser Mensch sein, um so einen Job machen zu können. Ich folge übrigens mal der Schnurspur. Ich will der Schnurspur nicht folgen. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Da ist ein Blumenkübel. Ah, ich will mich im Ohr jucken. Ah. Die Ohr jucken. Heißt auch immer, wenn's im Ohr juckt, dann redet jemand schlecht über dich. Diese ätzenden Kackspiegel, ne? Oh, kack mir jedes Mal in die Butze, wenn ich so ein Ding sehe. Warum leuchten die scheiß Ränder auch so? Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Ich will hier nicht rangehen. Aber wie billig sind denn bitte die scheiß Pappaufsteller? So. Ja, man hätte von mir auch erwarten können, dass ich den Spukmann verdresche. Aber tatsächlich finde ich mich erschrecken lassen gar nicht mal so witzig. Es hat, der Philipp hat es auch einmal gemacht, glaube ich, ne? Einmal hast du mich erschreckt in unserer Beziehung. Ja, ist, glaube ich, unser Sohn, war. Und, Arschloch! Da bin ich wirklich, 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 wirklich böse gewesen. Da war ich wirklich, das fand ich überhaupt nicht lustig. Und da bin ich echt ernst sauer gewesen. Das auch eine ganze Zeit lang. Oh, schöner Clown. Ach ja, komm doch her. Lauf doch nicht weg, Fräulein. In den Clownmaul rein. Eins dummer Clown. Da war ich wirklich, wirklich, wirklich böse und angepisst, weil das kann ich überhaupt nicht leiden.
Und deswegen bin ich auch nicht so der Prank-Fan. Ich finde ja Pranks auch gar nicht mal so cool. Also zumindest so Erschreck-Pranks finde ich halt richtig läppsch. Hey, nicht doof? Warum geht das nicht? Kann Tür nicht öffnen, geht nicht. Okay, geht nicht. Schön. Schönes Horrorhaus. Sieht total schön aus. Irgendwie habe ich das Gefühl... Nightmare Circus. Was hat es gekostet? Steht nicht mehr drauf. Wer ist Fanri Kom? After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty Hunger. While I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now. Ew, da kommen Käfer aus dem Ding, oder? Things never got any better. Das ist das Wasser, das einfach nur schlecht gemacht ist. Das ist einfach nur Wasser. Sieht aus wie Käfer. Möchte, dass es Käfer sind. Ja, dann hat sie wohl aufgrund von Ereignissen in der Irrenanstalt gesessen und das Kind haben sie ihr weggenommen für eine Zeit und dann später wiedergegeben, aber zu Hause war es nicht so schön. Und ich denke, dass es hier kein Irrenhaus, sage ich schon, kein Uselhaus mehr ist, sondern so eine Nachbildung von ihrem Haus. Miss Mailyrod. Our meeting today. Your illness. Your accident sound of mind and body and may return to work at any time. Please not. Okay, das ist quasi unser Entlassungsschreiben und wir werden darauf hingewiesen, dass wir bitte unsere Pillen nehmen sollen. Korrekt, Philipp. Nicht fortsetzen. Bitte? Du kannst dich klar gedenken, was ist denn los mit dir? Da stand doch, dass sie weiter die Dings nehmen soll, oder nicht? Was machst du denn? Ja. Das steht da. So. Irgendwie sind wir von einem Horrorhaus in ihre Wohnung gekommen, glaube ich. Oh, das sind alles so lange Briefe. Das ist ja furchtbar. McDonald! Nein, Mr. Donald. Ich lese auch nur das, was ich will. Okay. 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 Kriegt keine Kohle vom toten Mann, weil sie nicht verheiratet waren. Bitter, bitter, bitter. Keller im Keller. Und das ist ein Keller im Keller, korrekt. Ja. Quack, quack, quack. Hä? Jetzt bin ich aber wieder ein bisschen bei Layers of Fear, muss ich sagen. So inhaltlich irgendwie. Lorraine, das ist unser Name. Papa, oh, I'm working so hard. Every day working at the park. Vielleicht ist er da auch gestorben. Ja, aber im Park? Er ist vom Riesenrad gefallen. Habe ich das überlesen? Oh, bin ich dumm. Ach, der ist ein Parkmitarbeiter gewesen, ist vom Riesenrad gefallen, ist gestorben. Oh, das habe ich doch komplett überlesen. Was? I like Callum for a boy. And Emma if it's a girl. Ja, Emma ist ein schöner Name. Mein Hund heißt Emma. Finde ich gut. Jo. In der Küche. Steh da nicht so scheiße rum. Ich finde dieses Kind doof. Oh, lecker! Etwas Wein und Fischköpfe. Was? Warum? Hm.
Übrigens, diese Hüpfteile konnte ich nie benutzen. Thank you, William, for the new watch. It is very nice. It has made me a happy carrot. Oh, er ist eine glückliche Karotte. Für die Uhr. Hä, Keller im Keller im Keller? What the fuck, ey? Kellerception. Aha. Ich glaube, ich möchte gleich gerne das Spiel wechseln. Irgendwie wird das hier immer unaufgeräumt, habe ich das Gefühl. Je öfter wir... Aha, was sind denn da? Pillen? Jede Menge Pillen. Noch ein Buch. Was liegt denn da noch so rum bei der glücklichen Musik? Tja, Kopf, Puppenkopf, Zigaretten, Kaffeetasse, kaputter Ofen, alles am Arsch, total verloddert. Wahrscheinlich hat sie ihr Kind vernachlässigt. Da ist Blut am Boden. Show yourself. Ja, los, zeig dich. Das sieht schon wieder nach dem Scheißkeller aus. Ja, dein Keller im Keller im Keller im Keller, würde ich sagen. Nicht wahr? Wozu sind diese Scheißtüren links da? Die kann man überhaupt nicht benutzen. Ah, Puppen! On the Decke! Das hier hängt besonders schön. Das denkt sich so, fuck the shit, I'm out. Ja, okay. Nightmare Circus, schon wieder dieses Buch. Überall Kippen und Puppen und Kippen und Puppen. Und noch mehr Puppen, das ist so wie bei Layers of Fear, denke ich. Zoolift Prescription. Remember, you are alone. Nobody loves you. Callum is no longer mine. He... Was? Was? Hä? Ich kann das nicht lesen. Hä? Ach so. Ja, habe ich ja... Das hat sie ja vorhin schon gesagt, dass er nicht mehr der war. Oh, wir kochen einen Puppenkopf. Lecker, lecker. Nam, 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 nam. Das ist doch reichhaltig und köstlich. Und da ist ein Baby im Backofen. Das ist... Ja, die Tür ist zu. Lassen wir zu. Und warten, bis unser Baby fertig ist. Nam, 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 nam. Da war noch was. Was liegt denn da? I love you, Kellen. Nom, nom, nom. Jetzt ist die Türe offen. Möchte ich da hineingehen? Das weiß ich nicht. Lieber nicht. Ich gucke nochmal in den Kühlschrank. Ach, ein Eispickel. Ja, Moment. Was war denn da mit dem Eispickel? Ich erinnere mich... dass da irgendjemand umgebracht wurde mit dem Eispickel. Hallo. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich tapse einfach blind im Dunkeln. Schöne Scheiße. Ich kriege schwitzige Hände und laufe hier mal lang. Doch irgendwo geht das rein. Immer nur verschlossene Türen. Das ist der verschlossene Türen-Simulator 2016. Ah, Schwitz. Okay. Jetzt sind wir wieder in der Küche. Hä, von hier komme ich doch, oder nicht? Jetzt kann ich wieder da lang gehen. Bescheuertes Spiel ist bescheuert. Kann ich nicht rein. Und da kann ich auch nicht rein. Und da steht ein scheiß Kind. Puppending. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy irgendwas, was du gerne haben möchtest. Und jetzt muss ich hier runter. Schon wieder. Keller im Keller im Keller im Keller im Keller. Fick doch diese Keller. Nun gut. Blut von der Decke. Das erinnert mich an ein Lied von Subway to Sally. Blut. Blut. Räuber saufen Blut. Raub und Mord und Überfall sind gut. Hoch vom Galgen klingt es, hoch vom Galgen klingt es. Raub und Mord und Überfall sind gut. Irgendwer hat sich erhängt, vielleicht sind wir das, ich weiß es nicht. Und das ist eine ganz schön geschürte Lampe. Ich kann gar nicht richtig hingucken, ne? Ich gucke nur so mit dem halben Auge, dass ich nicht gegen die Wand laufe und da festglitsche. Ah!
Da ist irgendein You will match watch me rot. Oh, du wirst mich verrotten sehen, stand da aus der Notiz von eben. Oh, endlich das Exit. Bitte, bitte, bitte. Oh, das ist ein Keller im Keller im Keller im Keller im Keller im Keller. Keller im Keller? Im Keller im Keller im Keller im Keller. Sechsmal. Ja, das Spiel ist wirklich voll traurig. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. Okay, dann sieht sie sich offensichtlich als die Hexe. But I am, aren't I? Okay, sie hält sich offensichtlich selber für eine Hexe. Kids broke in today. He has been so long since I heard love very long. I took one of them. I couldn't help myself. It was fast. The other did not him laugh, the boy from the I put him on a slap. I tickled him until he could breathe. My machines came machines came to life, whirring in time. Discussion shrine, I think. If by the machine's not yet complete. Ja, irgendwas Komisches ist hier passiert. Irgendwie Kinder sind eingebrochen und eine Maschine hat sich in Gang gesetzt. Irgendwas Komisches ist hier geschehen. Ja, eigentlich ist es eine mega traurige Geschichte, wenn man es mal so runterbricht. Hallo? Ich glaube, insgesamt hat das Spiel auch nur 6 Spielstunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein Keller in einem 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 Keller. Schon wieder komische Dinge. Sie bildet sich so auf den Tod des Kindes ein. Ich bin da irgendwie so ein bisschen... Gruseliger Glücksbärchi-Chipmunk. Der hat echt eine Axt als Kette. Und der hat ein ganz schön cooles Dragon Octopus Man T-Shirt an. Hä? Als ob, siehst du, ich sag doch, die hat das gemacht. Die hat nur einen Finger, die Hexe, ist ja ekelhaft. Ah, ich möchte da nicht hingucken. Ich will nicht, dass sie das Kind umbringt. Nicht zeigen, bitte. Hä? Unter Wahnvorstellung das eigene Kind umgebracht, vermutlich. Okay. War das jetzt das Spiel? War es das jetzt? Ist das jetzt durch? Nein, oder? Ich wollte schon sagen. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Eine Fliege. Ist das nicht der Angestellte aus dem Dings? Take a deep breath and think about the last place you saw your son. Ich bin verwirrt ein bisschen. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Ich bin komplett verwirrt jetzt gerade. Was hat es mit der... Das war The Park? Das war, glaube ich, das kürzeste Spiel, das ich jemals gespielt habe.
ernsthaft? Das ist irgendwie ein bisschen, also ich, das war ja nicht mal ansatzweise richtig gruselig. Das war, hatte so ein paar Schreckmomente, aber ansonsten war das so, ja, uppi fluppi. Was, also, das da finde ich den, also weiß ich nicht. Da bin, für mein Geld zurück. Was war das denn? Was war das denn? Das ist aber irritierend gewesen. Ja, gut. Kommt da jetzt noch irgendwas? Oder was ist jetzt? Das hat aber irgendwie, finde ich, gar nicht alles erklärt. Kann ich da noch irgendwas machen jetzt? Loading. Nee, das war's. Ich bin durch. Was ist das denn? Was ist das denn Seltsames? Also da bin ich jetzt wirklich ein bisschen irritiert schon, muss ich sagen.